Heute Geburtstags-Opening bei mir. Ja, ich muss aber zwei Sachen gestehen. Zwei? Also eine auf jeden Fall. Wir haben heute noch nicht, für mich noch nicht, den Tag, dass ich Geburtstag habe. Wir haben einen Tag davor. Das liegt an zwei Faktoren, so rum. Ne? Und zwar erst einmal, also wir haben heute den 27., also gehen wir auch gleich in den 27.10. und nicht den 28.10., wo eigentlich das Video dann rauskommt. Ja, am 28.10. habe ich Geburtstag, sprich das Video kommt zu meinem Geburtstag, aber die Beschwörung ist nicht an meinem Geburtstag. Das liegt daran, dass ich mir erstens den Tag nicht ganz vermiesen möchte, zweitens ist die Zeit sehr knapp, dass ich das Video aufnehmen kann und noch schneiden kann. Und noch an dem Tag hochladen kann, was mir halt persönlich wichtig ist, dass das Video zumindest an dem Geburtstags kommt. Wir haben den 27.10., wie eben schon erwähnt. Wir haben overall gesehen ein paar Schriftrollen, nicht zu viele, aber ein paar zumindest. Wir haben dreimal die Cookie Run Kingdom Schriftrolle. Yay. Dann haben wir eine Transzendenzrolle, die wir beschwören werden, sobald ich ein Blessing habe. Also wenn wir einen Dupe bekommen sollten, werde ich daraus ein Blessing machen, dann die Transzendenzrolle öffnen. Werde ich kein Net 5 bekommen, wird sie ganz zum Schluss geöffnet halt, ne? Dann haben wir 4 All-Attribute-Scrolls, dann haben wir 11 legendäre Schriftrollen, dann haben wir ein paar LD-Schriftrollen, knapp über 20, 26 oder so. Dann haben wir 40 Wasser, 44 Feuer, 69 Wind und 370 Mystische zu öffnen. Meine Wünsche sieht man hier oben ganz gut eigentlich. Das ist ja diese neue Scroll da, ne? Wie erwartet, erstmal nur zum Kaufen. Irgendwann kriegt man die auch wahrscheinlich einmal geschenkt. Gut, wann das sein wird, keine Ahnung. Aber hier sieht man die Net 5 ganz gut, die ich mir so wünschen würde. Es liegt aber auch viel daran. Nun gut. Fehlt nicht viel, ne? den Slayer kann man ja in der Regel streichen, weil ich ja den Beißen habe. Shiho wäre noch eine Überlegung wert anstatt Odin. Aber nun gut, die Schriftrolle ist ja jetzt eh noch nicht so, daher egal. Ne? Also mir fehlen nicht viele Net 5s, um es zu vollständigen, sage ich mal. Gut, wir fangen an, denke ich, ohne Monsterrate, weil die Monster da drin interessieren mich tatsächlich gar nicht. Und läuft alles? Es läuft alles. Ich würde sagen, wir legen los. Und mal schauen, wie es läuft. Denkst du, es läuft denn gut, Nilo? Was sagst du da? Wie ist denn so dein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt, es läuft eher schleppend als recht. Das ist so meine Devise. Ein Anubis. Okay. Na, also ich schätze, es wird nicht bombenmäßig laufen. Ich hoffe zumindest auf ein neues Spielzeug. Liegt halt auch daran, dass ich, wie gesagt, schon viele Net 5s habe. Daher ist es bei mir jetzt relativ schwer, was Neues zu ziehen. Wenn ich nichts Neues ziehen sollte, werde ich Tomoe bauen auf alle Fälle für die Weltarena etc. Also irgendwas, was mir jetzt nicht groß hilft oder so. Dann werde ich Tomoe bauen. Auf jeden Fall. Aber, come to us, falls du das hörst, es ist heute ein sehr guter Tag, mir irgendwas zu geben, weil ich absolut nichts hätte, um das Monster überhaupt bauen zu können. Ja, das ist ja so immer die Devise von come to us, dass man erst was bekommt, wenn du sowieso nichts damit anfangen kannst. Na, so ist das Spielchen hier. Okay, eine Zyterre-Meisterin. Bis jetzt waren die 5-Stars auch nicht so, dass ich, die 4-Stars meine ich, dass ich davon irgendwas groß gebrauchen würde. Also die Skill-Ups hat man da auch gesehen. Ich würde Robo-Skill-Ups nehmen. Ich würde Emily, also immer noch Ken-Girl-Skill-Ups nehmen. Diesmal aber nicht für Emily, sondern für eine Christina tatsächlich. Okay. Eine Runenschmiedin und was war das? Eine Sylphe war da eben. Oh, back to back to back. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Drei Blitze hintereinander? Das hatte ich echt schon lange nicht mehr. Ein dicker Totoro. Okay. Super. Let's do this. Lass es mal rocken jetzt hier. Mal gucken, was wir heute Schönes kriegen. Ich hoffe, wie gesagt, es wäre zwei Wünsche wären. Also am liebsten hätte ich eher eine Marsha als einen Oliver, weil ich denke, dass der Oliver mit dem nächsten Balance-Patch tatsächlich nochmal angefasst wird. Davon gehe ich aus. Marsha denke ich nicht, weil Marsha ist relativ fein, wie sie ist. Dasselbe auch mit Shizuka, aber Shizuka besitze ich da ja relativ egal. Ne, weil Dominik, ich glaube nicht, dass er angerührt wird, aber es zählt jetzt nicht, also es zählt zu meinen Top 3 Monstern, die ich gerne hätte, aber es ist jetzt kein Monster, wo ich, ne, also da wäre Oliver und Marsha gerade beliebter, muss ich sagen. Für mich tatsächlich. Oliver halt hauptsächlich wegen dem Speedlead tatsächlich, weil der Speedlead würde sehr viel bringen. Nicht unbedingt wegen dem Control, sondern tatsächlich wegen dem Speedlead. Ich packe alles rein. Warte, wir können einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blitze in, wie viel habe ich geöffnet? Ich hatte irgendwas mit
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel MS hatte ich. Oh, shit, warte mal. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ja, doch, ist okay, glaube ich, ne? Ich glaube, die Blitzrate ist bisher okay, das heißt nichts. Also ich habe lieber... Die Blitze müssen eher scheppern, als dass die mega, mega gut werden oder so. Also mega viele Blitze nicht. Also eher, dass die Blitze, die kommen, dann halt gut scheppern. Das ist so das, was ich gerne hätte eher. Oh, der Samurai. Gute Beschwörung wird es wahrscheinlich. Der kommt immer, wenn es eine gute Beschwörung wird. So ist das halt, ne? Ist ja so meine Devise. Das sind jetzt nicht mega viele Scrolls. Wir sind auch wahrscheinlich relativ zügig durch. Ich glaube auch nicht, dass das Video mega lange geht. Wir haben keine Rückerstattung oder sowas. Ne, daher... Gut. Durchschnittlich müsste hier ein Net 5 drin sein. Also, ne? Ein Net 5 müsste in der Regel drin sein. Die Frage ist halt eher, was es für ein Net 5 wird. Ich denke, es wird ein Dupe. Davon gehe ich stark aus. Gut, hätte ich ein Blessing für die Transrolle, wo dann Doppel-Dupe drin ist, ne? Sagen wir, wie es ist, ne? Aber, Contours kann mich auch gerne eins Besseren belehren und mir einfach irgendwas Cooles geben und die beste Beschwörung meines Lebens daraus machen. Geht auch. Kein Problem. Wenn du Bock drauf hast, Spiel, mach es. Wenn nicht, dann... Ups, ich hab's geskippt. Das war aber ein nervöser Finger. Der war richtig nervös. Ich hab sogar... ich hab sogar den Finger da drüber gestoppt, aber dann kam so eine leichte Zuckung zusammen. Du kannst skippen. Ist eh nichts Weltbewegendes. Kannst du ruhig skippen, Junge. Alles easy. Ja, die Blitze sind okay, aber... Eine Five-Quote. Wenn man noch die Stones mitbezählt, ne, von Poseidon Rotation und von der Marshall Rotation, die waren ja sehr, 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 sehr bescheidend. Schlecht. Nennen wir, wie es ist. Die waren sehr, sehr schlecht. Aber nun gut. Wir hoffen einfach, dass wir trotzdem irgendwas Neues kriegen. Irgendwas. Oder zumindest ein paar passende Skill-Ups. Und dazu zähle ich keine Hypnomiau. Und auch keinen Arnold. Aber ich sehe schon kommen, dass das erste Net 5 ein Fake Net 5 sein wird. Ich sehe es schon vor mir. Ich sehe es schon vor mir. Oder, dass wir ins Lager müssen. Ja, doch. Jetzt geht's, glaube ich, gerade so ein bisschen unterdurchschnittlich. Ne, wobei, geht nicht unterdurchschnittlich. Oh, die ist neu! Ist das Claire? Hey, nehm ich, ey. Ist immer neu. Ist jetzt vielleicht keine... Also, ich habe gesagt, ich hätte sie gerne und ich werde sie mir auch in Zukunft irgendwann bauen. Und sie ist neu. Das finde ich halt, das ist das Coole daran. Ja. Sie ist halt so ein bisschen wie Daphnis. Das Problem ist nur, dass sie... auf dem Ignore Defense angewiesen ist, um so wie ein Daphnis zu sein. Aber hat noch einen AOE Deathbreak, was ich ganz cool finde. Und einen Push, ne? Stellt danach die Angriffsleistung um 50% wieder her und erhöht zusätzlich deine Angriffsleistung um 50% im Verhältnis zu den durch diesen Angriff verlorenen HP. Ist auf jeden Fall neu und das finde ich schon mal ganz cool. Ja, ist ein neues Monster. Ist mein erster Battle Angel. Krass. Ob die jetzt so geil ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht wird die irgendwann mal überbroken. Kann auch sein, ne? Aber erste Net 5. Und ein Cookie. Ja, die habe ich überhaupt nicht vermisst. Muss ich sagen, die habe ich ja gar nicht vermisst. Diese komischen Expressos da. Nun gut. Ey, kein Dupe, aber auch nicht das, was ich gerne hätten wollen. Tun. Naja, aber okay. Nehme ich. Alles, was neu ist, ist erstmal cool. Auch für den Pokédex, ne? Aber, naja, leider nicht das, was ich gerne hätte wollen tun. Naja, schauen wir mal. Also ich weiß, dass Sun, Shoutout geht groß, so ein kleiner. Ich weiß, ich müsste das, glaube ich, markieren, deswegen sage ich es nicht. Vielleicht sage ich es nicht. also ich müsste das dann so als Werbung markieren. Das meine ich damit. Der Sun hat letztens beschworen bei uns in der Gilde. Der hatte 8 Net 5s. Ungefähr dieselbe Anzahl wie ich. Das war vor 2 Tagen. Also er hatte eine gute Blitzquote. Ich meine, da war nur ein oder zwei neu. Das waren, glaube ich, Schattenwerfer. Ren und, wie hieß der? Der Wind nochmal, der Winddude da. Ne, also gute Ausbau der Net 5, halt sehr viele Dupes. Aber, naja. Bei mir wäre es, wie hätte ich es lieber? Hätte ich viele Net 5s, aber sehr viele Dupes gerne? Oder hätte ich lieber weniger Net 5s, aber dafür keine Dupes? Ich glaube, ich nehme dann, ja, oh, das ist schwer. Ich glaube, ich nehme aber dann eher die das ist schwer, weil mit Dupes kann man derzeit so viel machen. Also derzeit, man kann seit neuestem auch nicht. Aber man kann halt sehr viel machen mit Dupes. Das ist halt das Coole, ne? Mit Dupes kann man halt schon viel machen. Stones, Blessing, meinetwegen. LDs, wenn man möchte. Ne? Also da gibt es schon viele Varianten. Vor allem die Stones und die Runen, die sind schon sehr schmackhaft teilweise. Also... Ha!
Aber ich glaube, in meiner Situation würde ich gerade weniger Net 5s, aber dafür keine Dupes nehmen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Poseidon oder so kriegen würde, der mir so bedingt eher in der RTA helfen würde, sondern mehr so Richtung Arena, gegebenenfalls Gildenzeug und sowas, ne? Ich glaube, das würde ich eher gerade nehmen, tatsächlich als... Ja, ich glaube eher als mehrere Dupes. Ich glaube, das würde mir halt einfach gerade mehr bringen. Davon abgesehen habe ich eh nicht... Naja, wo, was heißt, ich habe nicht mal Skill-Ups, ehrlich gesagt. Also ich habe 9 Devils oder so. Also es ist jetzt ehrlich gesagt nicht die Welt an was ich... Ich kann es halt nicht bauen, ne? Egal, was ich bekomme, ich kann es wahrscheinlich nicht bauen, außer das Monster hat sehr wenige Skill-Ups. Ja, das ist das Problem, ne? Das kann ich jetzt halt schwer beurteilen, muss ich tatsächlich sagen. Bei sehr vielen Dupes könnte ich mir halt ruhen und so, die kosten ja nichts weiter, ne? Außer die antiken Kristalle da. Ups, ich hab's geskippt. Oh, Robo-Skill Up nehme ich aber gerne. Ich weiß jetzt aber nicht, was die mit dem Balance-Patch meinen. Da stand, dass der Wind-Robo den Schaden angepasst wurde, beziehungsweise nicht mehr buggy ist, so mehr oder weniger. Die Frage ist aber, war der buggy in Höhe des Schadens oder niedrig der Schaden? Ne, das ist so meine Frage. Das steht da natürlich nicht bei. Müsste man jetzt testen. Aber... Schade Schokolade, ne? 150, seht ihr, geht schnell. Ne, wir sind jetzt gerade mal bei 12 Minuten oder so. Das geht schnell heute. Eine Undine, okay. Also das Set 5, was so durchschnittlich drin wäre, haben wir. Ob wir noch mehr als eins kriegen, das ist dann halt abhängig vom Luck. Aber so durchschnittlich sollte halt einer drin sein. Aber das heißt ja auch nichts, ne? Man kann halt auch bei jetzt, was hatte ich, 350, 60 Scrolls? Ich glaube 370 oder so hatte ich, meine ich. Grob. Mehr Net 5s rauskriegen. Man könnte auch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rauskriegen. Aber da muss halt sehr lucky sein. Ja, oder man kriegt halt gar keins. Kann auch sein, ne? Finde ich halt auch doof, muss ich sagen. Ich finde halt auch, dass sie so zumindest so... Ich glaube, in China ist das, glaube ich, so. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nichts zu voreilig sagen. Dass sie ab einer bestimmten Anzahl eins auf jeden Fall kriegen. Es ist ja auch irgendwie ein bisschen unfair, oder? Gegenüber unseren... Wie jetzt Europa, Amerika, etc. Weil die kriegen ja so oder so welche, was wir halt nicht kriegen. Wir könnten ja übelst Pech haben. Ne, wir können einfach übelst Pech haben, dann kriegen wir gar nichts. Und das aus 1000 Scrolls. Ich hatte auch schon Beschwörungen, wo ich 1000 Scrolls hatte und nur ein Net 5 daraus gezogen habe. Und das müsst ihr euch mal geben. Ein Net 5 aus 1000 Scrolls, das ist lächerlich. Ja, kann halt auch sein. Das ist halt dieses Problem. Und das weiß ich nicht. Davon bin ich auch nicht der Fan, muss ich sagen. Davon bin ich überhaupt nicht der Fan. Okay, Pure Race mögen mich heute, das ist aber leider der falsche Skill-Up. Wenn ich das mal so sagen darf. So, wir kommen jetzt gleich an die 100, dann haben wir noch die ganzen Attribut-Scrolls, dies, das. Ne, ihr kennt das Spielchen. Ja, gut, let's go, komm schon. Noch ein Net 5 in dem MS und ich bin, oder? Gib mir ein Net 5 in den Attribut-Scrolls, aber dann passendes. Dann bin ich auch zufrieden. Na, irgendeins, ups, ich hab's geskippt, Ninja, Wenn Hand kommt, okay, aber sonst, Na, ich weiß nicht. Okay, ein New Stone-Kämpfer. Wonderful. Wonderful. So. Ein passendes Oliver oder Marsha. Das hätte ich gerne. Das wäre für mich ein passendes Monster, was ich sehr gerne nehmen wollen würde. Ja, ansonsten wird Tomoe halt gebaut. Also Claire würde ich jetzt nicht vor Tomoe ziehen. Ich würde mir dafür dann erstmal die Tomoe bauen. Anstatt die Claire, aber die Claire würde ich mir wahrscheinlich in Zukunft bauen. Außer der nächste Balance-Patch gibt irgendwas Krasses für Battle Angels, aber das kann ich mir irgendwie... Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß nicht. Ich meine, weil die wurden erst angefasst irgendwann jetzt vor ein paar... War das der letzte Balance-Patch oder der davor? Ich weiß, ich hatte stark angefangen bei Swain, gibt gerade ein bisschen nach. Aber okay. Ne? Weiß nicht. Kung Fu Girl, ey. Ja, weiß ich nicht. Können wir noch einen Dupe kriegen zumindest, bitte? Für die Trans? Das wäre schön. Hier in den 50 Scrolls ein Dupe vielleicht. Ich hätte gerne die Trans-Rolle weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Die würde ich gerne wegschieben. Und das würde ich halt lieber... Also ich will die echt eher mit einem Blessing öffnen, weil ich weiß, dass ich sie hundertprozentig... Ich werde hundertprozentig einen Dupe rauskriegen, wenn ich da... Ne? Und dann bringt mir der Blessing in der Regel auch nichts mehr. Das ist das Problem. Ja, komm schon, please. Ein Dupe.
Ich weiß, auf Dupe zu gammeln ist vielleicht jetzt nicht so geil, aber ein Dupe wäre jetzt schon gerade ein Traum. Ich hätte wenigstens mit 2 Netfives hier rausgerechnet, muss ich tatsächlich sagen, aus den MS jetzt. Aus den Attributscrolls, da erwarte ich keins, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier erwarte ich schon eigentlich so 2. Das war so meine Hoffnung, aber an der Beschwörung darfst du keine Hoffnung haben, ne? Das ist, denke ich mal, jedem bewusst, ne? Auch wenn du 1000 Scrolls hast, darfst du nicht davon ausgehen, dass du 5 Net 5s kriegst oder 6, 7, 8, 9, 10. Das darf man nicht, ne? Du kannst auch, wenn du Pech hast, nur einen Net 5 daraus kriegen. Und da habe ich auch schon meine Erfahrung mitgemacht. Das ist der Grund, warum ich eigentlich auch nicht spare. Und das ist jetzt auch zum Beispiel der Grund, warum ich es nicht an meinen Geburtstag öffne, sondern für mich halt der 27. ist. Ne? Genau aus diesem Grund, weil ich mir den Tag nicht verderben möchte, nur weil ich jetzt nur eine Claire bekommen habe und gleich einen Dupe aus der Transzendenz rolle. Ne, das sind so die Faktoren, weswegen ich sage, da möchte ich mir nicht verderben, auch wenn ich an meinem Geburtstag in der Regel nichts mache. Wir fangen heute mit... wir hatten jetzt schon lange keinen Net 5 mehr. Ich glaube, ich fange mal mit Feuer an, in der Hoffnung auf einen Marsha. Das wäre ein Träumchen. Das ist aber auch das einzige Feuer-Net 5, was ich gerne hätte, meine ich, Marsha. Aber Marsha zu bekommen, ey. Wenn man die nicht mal mehr aus den Stones kriegt, ne? Boah. Nee, man kriegt einen Trevor, ey. Aber naja. Bei Wasser gibt es ein bisschen mehr, die ich gerne hätte. Da wäre ja Miles, Poseidon. Ne, ich würde auch nichts gegen Shiho sagen. Sowas halt. Also da gibt es ein paar mehr. Wobei die Wind zum Schluss zu machen, ist auch wieder dumm. Weil aus den Windscrolls weißt du ganz genau, da wird eh nichts rauskommen. Ich hoffe, bitte, bitte gib mir noch einen Dupe. Bitte. Ups, nein, ich will nichts kaufen. Ein Dupe, please. Das ist das, was ich mir wünsche. Ein Dupe noch. Für die Transzendenzrolle zumindest. Also 2 Blitze, jetzt wird's lächerlich. Vielleicht mal einen Relock machen, aber ich weiß nicht, ob ein Relock was bringt, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Wir machen mal die Attributscrolls durch und dann schauen wir einfach mal an, was noch Sache ist. Wie gesagt, die Spezialbeschwörung will ich auf keinen Fall anmachen, weil ich von denen einfach absolut nichts brauche. Gar nichts. Auch bei den LDs würde ich sie nicht anmachen, weil die Forstars alle auch eher so, naja, sind. Ne, naja, ich hatte gehofft, dass der Cookie, ne, der Madeleine-Cookie ein bisschen besser wird. Oder ist, also er hat gut gewirkt, aber ich glaube, da fehlt noch so ein kleiner Touch. Das ist so das Problem. Ein Blitz, 2 Blitze, ein Blitz in den Feuerscrolls. Geil, läuft gut. Wir gehen jetzt auf Wind. Ich mache die Wasser jetzt zum Schluss. Wir gehen jetzt auf Wind. Let's go. Für Oliver oder Dominik hauptsächlich. Oder Odin halt, aber... ja. In der Reihenfolge wäre auf jeden Fall Dominik ganz oben. Danach so Dominik von dem Wind jetzt her und dann Odin, aber erstmal bekommen, ne? Erstmal bekommen hier, ey. Okay, Melias, geil. Ja, sowas würde mir halt helfen, ne? Dominik ist halt, würde Gilda halt so ein bisschen eher helfen, auch hier in der Weltarena so ein bisschen, aber naja. Erstmal bekommen. Carlos, hätte auch Carlos sein können eben. Anstatt die Claire hätte es ein Carlos sein können. Das wäre auch cool gewesen. Hätte ich auch gerne genommen. Ah, schade, dass kein Carlos kam. Carlos wäre auch geil gewesen. Oh. Ey, der ist neu. Das ist das Traurige. Der ist neu. Den kann ich nicht verfuhen. Der ist neu. Ja, wir kriegen jetzt nicht die besten Net 5s hier raus, ne? Da muss man halt mal ehrlich sein. Hä, wo ist das? Wo ist Claire hin? Hab ich die ins Lager gepackt aus Versehen? Die wollte ich schon noch draußen lassen, ehrlich gesagt. Ja, hab ich. Ups. Ey, da hätte es nicht ein Dupe sein können. Jetzt geier ich nach Dupes und krieg keine Dupes. Krieg's Kotzen, ey. Krieg Kaschmir. Naja. Und das war's am Windscroll. Oh, das hätte so viel Cooles sein können. Beispielsweise der hier. Ah, fast. Hätte ja funktionieren können. Ah, oh. Oh, ja! Oh! Ja! Ich meine, der wird 100%ig genervt, aber... hey! Was ist da? Voll! Geil, Alter. Okay, wir haben einen Big Wish bekommen. Oh. Okay, cool. Jetzt bin ich auch einer der Oliver-Abuser, ey. Was ist da los? Und das aus dem Windscrolls. Scheiße, es hätte besser gepasst, als das Kung-Fu-Girl kam. Da hätte es besser reingepasst. Das wäre so schön mit Ansage gewesen. Jetzt noch Dominik, go. Komm, Dominik jetzt noch. Alter, Oliver, nice.
Der bringt zwar, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr so viel, weil er, ich schätze, er wird nochmal angefasst mit dem nächsten Balance-Patch. Die Nachfrage, dass er angefasst wird, ist zu hoch. Aber ich werde ihn trotzdem bauen, weil ich noch bis dahin ihn benutzen werde. Sehr wahrscheinlich benutzen werde. Er wird, passt halt sehr gut in mein Team und ich kann jetzt sehr viel machen. Also sehr viel mehr machen. Dadurch, dass ich jetzt den Speedlead habe. Ja, und ich habe jetzt einen ordentlichen First Pick, etc. Also, da, ich habe sehr viele Möglichkeiten jetzt. Und das ist, wow! Sehr geil, sehr geil. Sehr geil. Das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Auch wie gesagt, wenn das Geburtstagsgeschenk wahrscheinlich nach zwei, drei, ich weiß nicht, wann kommt der nächste, nach einem Monat wieder uninteressant ist. Na, aber egal. Lucian, hey. Schön, dich zu sehen. Das ist jetzt cool. Das freut mich. Okay. Wasserscrolls, let's go. Aber das sind auch alles keine Dupes. Ich hätte eigentlich noch gerne einen Dupes vor der Transrolle, weil ich noch gerne einen Blessing hätte für die Transrolle, muss ich sagen. Ja gut, wenn ich, ja, ich bin dann, ja, was könnte man sich dann aus dem Dupe aus der Transrolle holen, ist die Frage, ne? Ha. Entweder LDs. Oder ich hole mir Gems tatsächlich diesmal. Ich glaube, es wird auf Gems auslaufen tatsächlich. Diesmal. Ich brauche ein paar Gems. Unbedingt. Ganz dringend. Oder eine vernünftige Rune. Das kann auch sein. Vielleicht geht es auch auf eine vernünftige Rune. Das ist auch so ein Ziel von mir, alle normalen Attribute in Net 5 irgendwann zu haben. Weil dann weißt du genau, du kannst sie immer sparen, bis neue Monster kommen. Weil du sowieso alle hast. Wasser kriegen wir gar keinen Blitz wahrscheinlich. Das sieht auf jeden Fall... Oh, doch. Ein Blitz kriegen wir. Hey! Okay, mit einem Newstone-Kämpfer. Back-to-back sogar. Hey, Miles? Nee, okay. Back-to-back-to-back. Okay, das sind die drei Blitze von den 33 Scrolls. Die kommen halt alle hintereinander. Auch gut. Letzte? Leider nicht. Okay, dann machen wir jetzt die LDs. Ja, oder? Ja, ich werde mir Gems holen. Also wenn ich einen Dupe bekommen werde, vor der Transzendenz werde ich mir ein Dings holen. Deswegen, ich werde jetzt die LDs öffnen. Let's go! Auch ohne Spezialbeschwörung. Erstmal meine Rituale machen. Dazu zählt der Fingerrubbeln. Ne, ganz stark der Fingerrubbeln. Okay, und ein bisschen Swabby Wobby machen hier. Das sind meine zwei Rituale. Und let's go! Fuß! Oh mein Gott! What? Es ist kein cooles Monster. Aber es ist ein LD Net 5. Holy shit! Oh mein Gott! Es ist kein geiles LD Net 5. Aber es ist ein... Alter! Es ist ein scheiß LD Net 5. The fuck? Yay, meine Rituale funktionieren. Wow, let's go. Drei Back-to-Back LD Net 5. Bam, 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 bam. Das wär's jetzt. Boom. Alter, erste LD Lightning LD 5. Das hatte ich noch nie. Oder? Hatte ich das bei Gianna? Ich glaube, mein drittes LD Net 5. Ich krieg's. Alter, what? What? Es ist, wie gesagt, keins, was man groß benutzen kann. Vielleicht in der Weltarena, aber das ist auch eher so ganz, ganz schwer. Finde ich persönlich speziell gegen manche Kombos vielleicht, ja. Aber es ist halt eher ganz, ganz schwer. Ne? Alter, what? Ich komme nicht drauf klar. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich absolut nicht gerechnet. Da, fuck. Aber das war es wahrscheinlich auch. Mehr gegen Riesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, es ist ein LD Net 5. Aber das ist das Prinzip wie mit Trinity. Trinity und Chroma sind so zwei Monster, die so lange auf einen vernünftigen Buff warten. Oder fast schon eher einen Rework warten. Ne, Alter. Aber ich weiß, wen ich einen Guardian-Skin holen kann. Ich habe nämlich noch die schön meine Tokens von der Special League aufgehoben. Genau aus solchen Gründen. Vielleicht kriegen wir ja noch eins. Vielleicht kommt noch Tian Lang. Oder was ist derzeit cool? Ja, diese Battle Angel in Licht ist derzeit sehr strong, ne? Habe ich mitbekommen. Aber ich weiß nicht, ob die so geil ist, wenn man eine Gianna hat. Das weiß ich nicht. Weil es ja beide Stripper sind. Nur, dass die in einem Silence-Stripped, glaube ich, ne?
Auch sehr stark. Aber, oh, glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Oder Ablenkzeit, irgendwas da. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Alter, what? Das hatte ich noch nie in meinem Leben, Alter. Und dann jetzt, warte, Parterre war aber in der richtigen letzten Beschwörung. Ja, davor waren, danach waren, also nach, bevor ich angefangen habe zu sparen, hatte ich... Nee, ich habe danach keine Beschwörung mehr gemacht, bevor der Partar kam. Außer Stones. Stones, ja. Aber danach nicht mehr. Das ist, wie gesagt, nicht die geilsten. Patea und Chroma sind halt nicht die geilsten. Aber es ist ein Alienet 5. Darauf muss man halt erstmal klarkommen. Darauf muss man erstmal klarkommen. Es ist halt ein Alienet 5. Kann sich alles ändern in ein paar Monaten. Ne? Am Ende ist es das stärkste Monster, whatever. Aber ist es nicht so, als ob man sie gar nicht benutzen kann. Man kann sie schon benutzen, aber... Also so ein Valantis oder so wäre mir da halt auch lieber gewesen, zum Beispiel als ein Parterre. Ne? Aber ich denke, das ist logisch. Aber es ist halt ein Alienet 5, deswegen beklage ich mich nicht. Es ist alles fein. Ich bin mehr als happy. Ja, verstehe mich nicht falsch. Oliver und A Chroma bekommen. Also ich bin happy as fuck. So ist es nicht. Und da hätte ich das an meinem Geburtstag beschworen. Gut, dann wäre es ein schöner Tag geworden. Aber ich wollte es nicht machen, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Wow. Wow, jetzt noch eine Iris. Oder eine Martina oder so. So ein bisschen was, was die Gilde hilft. Komm, go. Irgendein Blitz. Kann auch Hall of Heroes sein. Aber ich soll euch was sagen? A Chroma ist kein Dupe. Go. Komm schon. Ah. Ein Blitz noch. Einen noch. Einen noch. Okay, ich werde ein bisschen gierig. Wir haben ja noch die All-Attribute-Scrolls. Wir haben noch diese Cookie-Dinger da, wo auch noch LD-Netfiles rauskommen könnten. Okay, nice. Wir kriegen noch eins. Komm schon. Gib mir irgendwas Cooles noch. Ey, der ist nicht schlecht. Ey, der ist echt nicht schlecht. Ich glaube, Penis tut da so von ein bisschen schwer. Ist ein gutes Monster. In einer Kombination, also vor allem so gegen Sleep-Monster, ne? Logischerweise. Aber ist cool, ist neu. Nehme ich. Warum nicht? Nehme ich gerne. Hey, I take it. Ich habe noch einen Blitz bekommen, was kein Hall of Hero ist. Ich hätte auch einen Hall of Hero Blitz genommen. Ist auch fein. Vor allem, wenn es ein Blitz wäre, was ich noch nicht hätte. Also irgendeine Hall of Hero gewesen wäre, die ich noch nicht hätte. Beispielsweise Aria habe ich nicht. Ne? Upsi, upsi, wopsi, wopsi. Let's go. Ja. Ja. Ist gut, bisher. Bisher ist gut. Wir haben ja noch ein paar. Vielleicht kriegen wir auch einen U-Boss in LS. Kann ja auch sein. Ne, da sind ja auch noch mal ein paar. Die Möglichkeit besteht. Na, für die Transrolle, ein Blissing wäre halt schon geil. Na, ich will jetzt nicht gleich meinen fünften Wooser bekommen. Na. Und aus der Transzendenzrolle kriege ich immer einen Wooser. Jedes Mal ein Wooser. Jedes Mal. Das ist so richtig anstrengend. Aber egal, let's go. Komm. Upsa. Komm. Ein Blitz noch? Ich glaube nicht. Aber es ist fein. Ich bin zufrieden. Ey. Alles gut, ey. Alles top. Ja. Ist halt leider Chroma. Ich weiß schon, wen ich trigger damit, ey. Leuten, die halt leider noch keine LD-Net 5 haben. Ihr kriegt auch noch eins. Ich bete für euch, dass ihr auch eins bekommt irgendwann. Ja, das ist jetzt mein drittes. Ich schwöre, ihr kriegt irgendwann einfach am Ball bleiben. Ja, bei mir auch. Bei mir, Gianna war mein zweites Net 5 überhaupt. Danach hat es 5 Jahre gedauert. 5? Warte, 2016 habe ich angefangen. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 Jahre gedauert, bis ich Parterre bekommen habe. Okay, und jetzt 5 Wochen oder 2 oder so, ein Monat oder so. Also es ist 1-2 Monate, bis ich jetzt das zweite bekommen habe, dritte bekommen habe, ne? Also, ja, wenn der Fluch gebrochen ist, kommen mehr. Ich verspreche es euch. Wir machen jetzt erst die LDs. LS meine ich. Ja, erst die LS. Vielleicht kriegen wir hier noch ein Dupe für das Stings, für die Transrolle. Das wäre schön. Ein Covenant, okay. Ja, ein Dupe wäre schon noch schön. Also ich würde echt gerne gerade einen Dupe nehmen, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Irgendein Dupe für die Trans. Damit ich Doppeldupe kriegen kann, natürlich, ne?
Aber wenn nicht, ist auch okay, dann hole ich mir Jams, wie gesagt. Ich hole mir dann ein paar Jams. Also es wird sehr wahrscheinlich Richtung Jams auslaufen, als Richtung irgendwas anderes. Kitsune. Oder eine... Also ich weiß, dass da zwei coole Stones schon seit einem halben Jahr auf mich warten. Das ist ein Vio Speed Stone und ich glaube ein Willis Speed Stone. Aber... Naja. Oh. Oh. Ja, das ist auch zu meinem... Ey, der gehörte auch zu meinem... Oh mein Gott, der gehörte auch zu meinem... Wünschen. Ja? Odin. Okay, Odin ist geil. Odin bringt mir tatsächlich weiter, aber das ist auch kein Dupe. Aber der hilft mir. Oh, geil. Also im Gildenbereich. Tatsächlich hilft er mir da. Oh, geil. Ich habe keine Skill-Ups. Wissen wir, wie lange das dauert, bis ich Skill... Ich werde Oliver vorziehen. Vor Chroma. Weil ich ihn auf jeden Fall in der RTA spielen werde. Chroma nicht. Das ist schon ein bisschen hart, ne? So, ich habe 9 Devils. Damit kriege ich nicht mal Oliver Max. Wisst ihr? Oh. Ja, wird Zeit zu cashen, ne? Naja. Nein, mach ich nicht. Cashen tue ich nicht. Ich habe gesagt, cashen tue ich nicht mehr und daran halte ich mich jetzt auch. Also schon lange. Ich habe schon lange nichts mehr reingesteckt hier. Antaretz. Okay. Let's go. Okay, die letzte LS. Vielleicht nochmal ein Dupe? Naja, schade. Okay, dann machen wir... Ich glaube, wir machen jetzt die hier. Weil die interessieren mich überhaupt nicht. Da und da können mal coole Sachen drin sein. Wir machen jetzt die hier. Weil die interessieren mich wirklich absolut null. Ganz ehrlich, keiner davon interessiert mich. Ich glaube, sie ist ganz cool. Ja, und danach weiß ich nicht. Ja, let's go, komm. Oh, was ist das? Ist er Dark, ne? Hey, okay. Wer war das? Ah, das war die ich verstanden habe, ne? Ist sie gut? Keine Ahnung. Greift alle Gegner dreimal an mit einem riesigen Wirbel und Angriffsleistung um jeweils 20% Solidität und greift sie ein weiteres Mal an, um deine Wahrscheinlichkeit von 30% in einer Runde zu betäuben. Greift alle Gegner dreimal an und gleicht das Verhältnis von HP und Angriffsleistung aller Gegner mit Ausnahme Bosses aus. Keine Ahnung, ob die gut ist. Absolut kein Plan. Let's go, weiter. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, ob die gut ist. Okay, der weiß ich, dass er... Oh, der ist ein guter... Ah, ich kann es nicht spoilern. Ich bin ja gerade noch was anderes am Machen für Anfänger. Und der ist nicht so bad für Anfänger, tatsächlich. Und natürlich darf der nicht fehlen. Ist Wind, ne? Ne, ist Feuer. Ah, okay. So, All Attribute Scrolls, weil hier können wir auch noch einen Dupe rausbringen. Let's go! Ah, Moment, einmal rubbeln hier nochmal. Hier können wir auch LD rauskriegen. Okay, wir wubbeln nochmal mit, mit Transzendenz müssen wir rubbeln. Wir wollen ja Net 5s. Bababam. Whoops. Ja, wir wollen ja die Net 5s. Go! Natürlich kriegen wir einen Cookie. Natürlich. So, 3 Stück, komm schon. Irgendwas noch? Irgendwas Cooles? Das ist das Letzte. Ne, die Transrolle habe ich noch genommen. Transrolle für ein paar Jams dann schön gleich. Ja, nehme ich. Okay, cool. Okay. Hier habe ich noch nie in meinem Leben LD5 rausgezogen, by the way. Noch nie in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt existiert. Existiert das Spiel? Nee, ich habe keine Ahnung, ob das existiert. Ah, existiert, glaube ich, nicht. Okay, Tyron. Und ein paar Krimskrams. Okay, Transzendenzrohr. Ich sehe jetzt gleich schon das Cookie-Symbol vor mir. Ich sehe es. Ich sehe das Cookie-Ding da vor mir. Letztes Scroll, dann sind wir durch. Stones lohnt sich halt nicht, weil ich habe alles. Let's go, wir öffnen. Okay, es ist kein... Hey, die ist auch neu. Keine Dupes gezogen. Keine Gems für mich. Ah! Oh. Ich wollte eigentlich ein paar. Ich habe mich schon auf Jams gefreut, muss ich sagen, irgendwie. Okay, die habe ich auch noch nicht. Nicht die beste, aber sie ist neu. Und that's that. Oh, Alter, nur Wind gezogen heute. Was ist da los? Und ein LD. Oh mein Gott, ich bin. Wow. Das war einer der besten Beschwörungen, die ich je hatte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da so viele Wünsche bei waren. Oh, den habe ich gar nicht gesperrt. Und den sperren wir auch, aber die kommen erstmal ins Lager. Ja, die kommen erstmal ins Lager, damit kann ich erstmal überhaupt nichts anfangen. Alter, ich bin wack. Also so richtig wack. Was wir jetzt einmal machen, wir holen uns den Guardian Skin für Chroma. Und zwar in der Liga. Form wandeln. Die hier, die werde ich mir holen für Chroma. Das können wir einmal machen, denke ich. Ja, können wir machen.
Ehrentoken kaufen, einmal den Skin, jetzt geht man in den Postfach für Leute, die es noch nicht gemacht haben. Jetzt kannst du dir einen aussuchen. Ich nehme es natürlich für Chroma. Jetzt am Ende ist es Trinity und ich habe es vollkommen verkackt. Freigeschaltet. Ist sie jetzt schon? Nee, ne? Ist jetzt nicht, oder? Es ist a Chroma. Okay. Ist aber noch nicht. Nee, okay. Hier. Ah, nee, hier geht's. Okay, ich war ein bisschen dumm. Let's go! Ja, geil, ein Chroma, ey. Ob wir sie jemals sehen werden bei mir? Ja, irgendwann bestimmt mal. Spätestens, wenn sie gebufft wird. Nein, also sie hat ja einen guten Lead und alles. So ist es jetzt nicht. Ja, was kann ich dir für eine coole Aura geben? Was passt denn? Schmetterlingsaura? Ah ja, die passt so gut. Ja, die hier, die passen später richtig gut zu der, denke ich. Aber ich denke, ich gebe ihr die Schwerter erstmal. Ich glaube, die sind... Oh, das sieht gar nicht mal so bad aus. Erkennt man zwar nicht so viel. Ich glaube, ich wollte zuerst sagen, der Drache vielleicht. Der Drache ist auch cool. Ja, der Rest hier, die müssten bald in den Weltarena-Shop kommen, by the way. Aber warte mal, ich muss noch gucken, wie sehen denn hier die Schmetterlingsflügel aus? Oh, das sieht auch geil aus, ey. Aber ich glaube, ich mache erstmal die Schwerter, weil die benutze ich eh nicht so viel. Let's go. Kriegst du erstmal die Schwerter. Geil. Geile Sache. Vor allem Oliver und alles, darüber freue ich mich gerade hart. Okay, der Rest, mit dem mülle ich euch jetzt nicht zu. Also, wir haben nur neue gezogen. Darunter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Monster. Ein LDNet 5. 2 Most Wanted Monster. Was Sky, was Oliver und Odin sind. Und dann 3 neue Monster. 2 Battle Angels. Und das Lustige ist, soll ich euch mal jetzt meine Liste zeigen? Alter, die ist richtig, richtig traurig. Den kann ich jetzt zum Beispiel rausnehmen. Und den auch. Ja, da ist nicht mehr viel da. Ne, kann ich jetzt Chiho reintun. Und... Pff, ich dodge den Eladriel hart. Ich glaube, ich nehme Josie tatsächlich mit. Oder nehme ich Josie rein? Oder Carlos? Na, ich glaube, ich packe mal Josie rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich habe meinen Geburtstag gemacht, tatsächlich. Also, das Video kommt an meinen Geburtstag, aber es ist gerade... Also, es ist... Aktuell, wo ich es aufnehme, nicht meinen Geburtstag, sondern erst morgen. Ne? Also ihr seht es an meinem Geburtstag. Holy moly. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.